Servus Leute und Servus Volker vom Kanal Traumtänzer. Das wird meine Videoantwort für dein 100 Abo Plus Giveaway. Herzlichen Glückwunsch dir, obwohl du die Videos nicht machst, um viele Abonnenten zu gewinnen. Aber trotzdem ist es ein schönes Kompliment natürlich, wenn man viele Abonnenten bekommt. Mir geht es auch so, ich mache meine Videos auch nur für mich hauptsächlich. Manchmal, ja, will ich etwas über Videos weitergeben, versuchen. Ja. Ja, und meine VAs mache ich auch nicht wegen den Geschenken. Ich mache eine Videoantwort für jemanden, wenn ich denjenigen sympathisch finde. Eben. Ist das auch bei dir? Ja, du bist ein sympathischer Typ und du strahlst bei deinen Videos eine unglaubliche Ruhe aus. Das überträgt sich auf den Zuseher, also auf mich zumindest. Ja, und dann ist es angenehm, dir zuzusehen und zuzuhören. Und du befindest dich auch meistens oder fast immer, eigentlich immer draußen. Und das macht das Video eben auch schön. Ja, das zu dem und jetzt zu unserer Aufgabe für die VA. Da geht es um das Thema Bewegung. Also ich beginne meinen Talk über das Thema Bewegung mit dem Satz: Wer rastet, der rostet. Das ist einfach eine Tatsache. Ja. Nehmen wir den Menschen, ja, wer zu lange rastet, der rostet schnell ein. Und dasselbe gilt natürlich auch für Gegenstände, die erfunden wurden, ja, die sich fortbewegen. Wenn ein Auto zu lange rastet, ne, dann rostet es auch schnell ein. Ja. Die Tatsache ist auch, sich einfach viele Menschen sich viel zu wenig bewegen. Aus welchem Grund auch immer das sein mag, aber ja, viele sollten sich einfach viel mehr bewegen. Ich war immer schon ein Mensch, der sich gerne bewegt hat. Wenn ich mich an die Schulzeit zurück denke, eine Stunde lang ruhig da zu sitzen, das gefiel mir überhaupt nicht. Dafür ist der Mensch einfach nicht gemacht. Ja, wenn ein Mensch eben körperlich und geistig gesund ist, dann hat man dann normalerweise den Drang, sich bewegen zu wollen, sich eben regelmäßig bewegen zu wollen. Ja, und natürlich gibt es Lebewesen auf der Welt, die sich sehr leicht tun, sich stundenlang nicht zu bewegen. Ja, eben, nehmen wir das Chamäleon, keine Ahnung, Faultier, gibt Schlangen, die stundenlang oder vielleicht sogar tagelang, weiß ich nicht, aber eben, die haben kein Problem damit, ja, sich mal sehr lange nicht zu bewegen, aber wie gesagt, der Mensch ist gemacht worden, um alle seine Muskeln zu gebrauchen und das regelmäßig eben. Ja, mal zu dem. Ja, eben, es gibt zu den Tieren noch zurück mal kurz. Es gibt Millionen verschiedener Tiere auf der Welt. Und Millionen von Tieren haben, ja, Millionen weiß ich nicht, aber es haben sehr viele Tiere unterschiedliche Formen, also Arten, sich fortzubewegen. Und viele Tiere sind dabei, ja, sehr schön anzusehen, wie die sich fortbewegen, wie geschmeidig und elegant die sich manchmal fortbewegen. Nehmen wir den Adler zum Beispiel. Es ist irgendwie unglaublich schön, einem Adler überhaupt eine freie Wildbahn zusehen zu können, wie der sich in der Luft elegant bewegt.
Ja, und kurz mal zu den Menschen zurück. Er will sich eben normalerweise bewegen und es haben viele Menschen Sportarten als Hobby. Ja, Bewegung macht glücklich. Deshalb machen viele Menschen sehr gerne den oder jenen Sport. Ja, nehmen wir Leichtathletik, keine Ahnung, oder Tennis. Wie gesagt, sich dabei sportlich zu bewegen. Wie gesagt, das ja, macht oft Spaß, zum Beispiel mit dem Tennis den Ball schön über das Netz zu schießen und ja, seine Muskeln zu spüren, sich oft athletisch zu bewegen. Das ist ein tolles Gefühl. Ja. Das wollte ich auch noch erwähnen. Die genialste Erfindung, die der Mensch gemacht hat, finde ich, ist das Flugzeug. Hätte vor 300 Jahren oder was, ich weiß nicht, wie lange es die Fluggeschichte schon gibt, aber wenn wir eben 300 Jahre her, wenn damals jemand gesagt hätte, es wird mal ein Fluggerät gebaut werden, das Hunderte von Menschen transportieren kann und nonstop um die halbe Welt diese Menschen bewegen kann. Ja, das finde ich, da wäre derjenige damals für verrückt erklärt worden. Aber ja, der Mensch ist das intelligenteste Lebewesen auf der Welt. Deshalb sind wir heute da, wo wir jetzt sind. Deshalb konnten wir solche Flugzeuge bauen, die eben Hunderte von Menschen aufnehmen können und um die halbe Welt ja, fliegen kann. Ja, ich persönlich bin schon froh darüber, dass solche Fluggeräte gebaut wurden. Eben, ich reise gerne. Und ja, das Gehirn will ja auch etwas bewegen, will bewegt werden. So formuliere ich das jetzt mal. Denn ja, ich liebe Abenteuer. Und in einem fernen Land ist das Gehirn viel mehr aktiviert als bei unserem Alltag natürlich. Und da ja, wird das Gehirn oftmals mehr bewegt als die Körpermuskeln. Dass der Muskelgehirn einfach in einem anderen Land bei Abenteuer mehr bewegt und das macht einem mich sehr zufrieden dann. Ja, aber der Mensch ist leider, ja, viele Menschen sagen wir so, ja, sind leider etwas größenwahnsinnig geworden. Gibt ja schon so viele Flugzeuge auf der Welt und das wird eher immer mehr. Ja, viele Menschen sind einfach ja, zu hab und machtgierig und egoistisch eben. Ja, viele Menschen, die mächtig sind, die könnten in viele andere Richtungen Positiveres bewegen. Das wäre mal eine Sache. Ja, eben viele mächtige Menschen könnten durch positivere Bewegungen in andere Richtungen ja, besseres bewegen, eben, ne, als um Geld zu machen, sondern eben Menschen aus Notlagen helfen, Tieren helfen und so weiter. Das wäre, wie gesagt, mal eine gute Sache. Jo, Volker, sind die Dinge, die mir zu dem Thema eingefallen sind. Das musste bei mir erstmal etwas reifen. Ich wollte mich mit dem Thema Bewegung mal ja, länger auseinandersetzen. Heute hatte ich dafür einen guten Tag. Habe mir bei der Arbeit das Thema viele Gedanken gemacht. Ich habe das immer heute
Spaß gemacht, mir darüber Gedanken zu machen, darüber nachzudenken und habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und mir bleibt nur mehr zu sagen, mach weiter so, wünsche dir alles Gute. Allen anderen bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Also bewegt euch regelmäßig und versucht Großes zu bewegen. Also danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.